Hey Leute, was geht? Kann ihr mal spielen, was zu geben? Und Leute, willkommen zu einem neuen Freizeitpark bei Minecraft, Minecraft. So, und wir sind im Hero Fair Freizeitpark, am Summer Park, wie man das auch nennen mag. Die Map findet ihr selbstverständlich unten in der Infobox, habe ich verlinkt. Und das ist ein echt toller, den ich auch schon ein bisschen vorgetestet habe, muss ich sagen. Ihr könnt sehen an den Credits, ne? Ein echt toller Freizeitpark mit, ja, Flugzeugen, die wir selbstverständlich aber nicht benutzen können. Und das Achterbahnsystem ist hier ein bisschen anders, ne? Und das hatte ich schon vorher getestet, werden wir uns aber gleich mal reinziehen. Und wir reagieren selbstverständlich mal auf dieses Ding hier und auf alles. Ne? Schaut euch das mal an, Leute. Wer hat mein Karussell, was sich tatsächlich bewegt, wie er das hier hinbekommen hat, keine Ahnung. Ne? Aber es bewegt sich einiges. Oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Es sind auch ein paar Minikins da. Na? Das finde ich ganz cool. Da sind wir nicht so alleine hier. Finde ich echt cool. So, und ich würde sagen, wir gehen auch direkt zur ersten Achterbahn. Hier zur Holzachterbahn. Ja, super. Da ist schon was losgefahren. Dazu brauchen wir, glaube ich, eigentlich eine Loch. So, wir können auch hier ganz normal. So, wir fahren ohne. Normalerweise müssen wir hier auf den Wagen warten. Wir haben es jetzt aber nicht. Wir konnten es nicht abwarten. Deswegen geht es jetzt hier ohne Wagen auf den auf die Achterbahn, Leute. Geht aber ziemlich ab. Ich finde es relativ cool. Nicht schlecht. Ich finde es echt nicht schlecht, Leute. So, hier sehen wir noch eine Achterbahn, die wir selbstverständlich auch noch testen werden. So, und da ist mir schon was entgegengekommen. Da hätten wir mitfahren müssen anscheinend. Aber ihr seht schon, es ist echt toll. So, das war Achterbahn Nummer 1. Wir schauen uns was an, was es hier noch so gibt. Es gibt ja auch kleine Minigames und sowas. Ich glaube, die sind in dieser Richtung. Probieren wir mal. Ich glaube, das Riesenrad funktioniert nicht. Wobei, wir testen das mal. Es bewegt sich hier ja einiges. Vielleicht bewegt sich dieses Ding hier ja auch. So, probieren wir es mal. Also, wir fallen hier mal kurz runter. So, ich glaube. Ne, hier diesmal. Doch, doch, tatsächlich. Es hat geklappt. Der teleportiert sich irgendwie weiter. Warte mal. Oder? Ja. Das ist richtig cool hier. Wir teleportieren uns immer wieder weiter auf dem Riesenrad. Richtig cool. Ich finde es richtig gut. Klasse umgesetzt. So, das reicht für uns auch. So, dann haben wir hier so ein Minigame. Das hatte ich schon mal getestet. Hier habe ich auch die Credits her. Jetzt hier rankommen, haben wir Pfeil und Bogen und wir können hier die hier abschießen, wie die kleinen Entchen auf dem Freizeitpark, auf dem Jahrmarkt. Also wie gesagt, das können wir dann spielen. Wir haben 6 Points bekommen. Na, wir können hier durch. Was haben wir hier? Ach ja, hier haben wir den einarmigen Banditen. Mal gucken, ob wir was gewinnen. Nope. So. Ah ja, das ist auch ziemlich cool. Das hatte ich auch schon gesehen, Leute. Ich kann natürlich. Ne? Aber das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich weiß, ob wir hier mit unserer Lore drauf können. Ich hoffe es doch. Ja, so, schaut euch das jetzt mal an. Wir sind auf einem Freefall Tower, Leute. Klasse! Besser geht's gar nicht. Besser geht es einfach nicht. Versuchen es gleich nochmal, Leute. Einfach weil es zu cool ist. Ah, jetzt waren wir nicht mehr drauf. Ah, doch, jetzt. Einfach mit der Lupe drauf. Ich find's klasse. Ich
Ich find's super, Leute. Muss ein paar Fotos machen. So, und jetzt sind wir wieder raus. Also ein richtig toller Freizeitpark. Hier gibt's echt einiges. Vielleicht nehmen wir hier die noch eine weitere Achterbahn mit. Was ist denn hier eigentlich? Das möchte ich mal sehen. Ich weiß. Okay. Ach, ich glaube, Anti-Schwerkraftraum. Das ist ja cool. Schwimmen wir tatsächlich? Sicher? Komme ich hier nochmal raus? Hallo? Ich glaube, jetzt lässt es nach. Sehr cool gemacht. Was für eine coole Umsetzung. Also diesen Freizeitpark solltet ihr auf jeden Fall testen, wenn ihr Minecraft habt. So, ich will hier aber noch auf diese Achterbahn. So, da geht's, glaube ich, rein. Gerne können wir den auch nochmal besuchen. Ich denke, das wird die letzte Achterbahn jetzt für heute sein. Aber sehr, sehr cooles Ding. So, wo geht's denn hier rein? Ah, hier, glaube ich. So, genau. Und hier sind wir tatsächlich jetzt im Wagen und wir können selbstverständlich auch ganz nach vorne. Finde ich richtig cool. Sehr, sehr cool gemacht, die Hero Fair, der Hero Fair Freizeitpark, Hero Fair Map. Sehr cool, kann man nicht meckern, gar nicht. Na, und hier auch nochmal von außen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich find's klasse. Ich find's sehr, sehr gut, Leute. So, wir wechseln wieder. Ja, ich mache immer ein paar Fotos, das wisst ihr, Leute. So, wir gehen hier in die Perspektive. Und es wird schon langsam dunkel sogar hier. Ich denke, das machen wir auch noch mit Nina, Leute. Ich glaube, Nina muss mal auch auf diesen Freizeitpark hier reagieren. Ihr werdet aber wahrscheinlich ganz, ganz schwindelig. So, es geht hier mächtig ab. Viel zu schnell für meinen Geschmack. Kleiner Soundbug, glaube ich. Sehr, sehr cool. Sogar durchs Wasser. Leute, was sagt ihr zum Hero Fair Freizeitpark? Also mir gefällt er wirklich sehr. Schreibt es auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht bei einer neuen Folge hier auch von Hero Fair, von einer neuen Minecraft-Map. Mal gucken, wir haben hier auch ein Labyrinth anscheinend. Das können wir vielleicht auch noch machen. Leute, was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, was ihr gefällt. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, kein Problem, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wird euch dieser Freizeitpark gefallen? Einfach mal aufs i klicken, gut oder schlecht. Einfach mal draufklicken. Leute, ciao!